Nun, mein Freund. Die Tafel hat auf dich reagiert. Natürlich. Falls du nach meinem Vater suchst, seine Zeit ist abgelaufen. Er benötigt deine Hilfe nicht länger. Auch wenn Myst 5 dieselbe 3D-Engine verwendet wie Uru und damit auch so ähnlich aussieht, erinnert das Spiel inhaltlich mehr an die Myst-Spiele. Dies macht sich schon an der Steuerung bemerkbar. Neben der freien Shooter-Steuerung gibt es nämlich auch zwei klassische Modi, in denen man sich wie früher von Stelle zu Stelle klickt. Je nach Vorliebe mit beweglichem oder fixierten Mauszeiger. Nicht nur bei den Umgebungen, auch bei den Charakteren beweisen die Entwickler viel Liebe zum Detail. Mit aufwendigem Motion Capturing, abgefilmten Gesichtern und physikalisch korrekt berechneten Gewändern wirken die Figuren fast so lebensecht wie die sonst üblichen abgefilmten Schauspieler. Sie ist der Wüstenvogel, der fliegen will. In ihrem Traum schwebt sie durch ihre völlig absurde kleine Welt voll heller Wolken und schattenerfüllter Luft. Eine Besonderheit von Myst 5 sind die Baro, geheimnisvolle Kreaturen, auf die man gleich zu Beginn des Spiels trifft. Zwar sind diese sehr scheu und man kann nicht direkt mit ihnen kommunizieren, mit Hilfe des neuen Slate-Systems ist dies aber möglich. In den verschiedenen Zeitaltern findet man Steintafeln, auf die man bestimmte Symbole ritzen kann. Anschließend legt man die Tafel ab und entfernt sich so lange, bis ein Baro erscheint, der die Tafel nimmt und interpretiert. In diesem Fall sorgt er zum Beispiel für Regen, der dem Spieler, richtig eingesetzt, bei einem Rätsel helfen kann. Der Schwierigkeitsgrad wird vermutlich etwas deftiger, so wie man es von der Myst-Reihe gewohnt ist. Diese Felsformation steht jedenfalls für ein Rätsel, das schon einiges an Beobachtungs- und Kombinationsgabe erfordert, bis sein Geheimnis gelüftet ist. Wie Myst insgesamt abschneidet, erfahrt ihr natürlich in unserem ausführlichen Test demnächst auf adventuretreff.de.